Everybody is Ninja Fighting oder besser gesagt der blaue Gürtel, der wurde hier angelegt bei den Ninjern, denn die Freiheitlichen, die kritisieren die Kosten für den Ninja Pass für das vergangene Semester. Ein neues steht ja bevor, so sieht der neue Ninja Pass übrigens aus, da wird wieder getestet, dreimal an den Schulen, aber für den vergangenen Impfpass, so die Freiheitlichen, sind viel zu hohe Kosten entstanden, nämlich in der Höhe von 430.000 Euro und aus Sicht der Freiheitlichen hätte es das Ganze durchaus günstiger gegeben, denn der Produktionspreis, der hätte nur ein Fünftel davon ausgemacht, 87.500 Euro für 1,2 Millionen Pässe für alle Schüler in ganz Österreich. Die erhöhten Kosten, die sind deshalb entstanden, weil hier auch gerade zu Beginn fleißig inseriert wurde. Die Freiheitlichen sagen, der Bildungsminister, nämlich Heinz Fassmann, der hätte hier als PR sich das Ganze hier für PR-Kosten einiges auch kosten lassen wollen. Das Ministerium hingegen, das versucht hier zu beruhigen. Man sagt, gerade beim ersten Mal wären vielen Institutionen, Schwimmbädern, Lokalen etc. dieser Ninja-Pass nicht wirklich bewusst gewesen. Und deshalb habe man auch im Fernsehen, im Radio und auch in Zeitungen inserieren müssen. Mittlerweile gibt es diesen Ninja-Pass für das nächste Semester doch deutlich günstiger, weil mittlerweile auch allen bekannt ist, worum es sich hierbei handelt. Auch ganz interessant, Ninja aus dem Japanischen heißt übrigens auf Deutsch übersetzt so viel wie der Verborgene, also ob hier etwas verborgen wurde oder nicht, das ist immer eine Frage der Interpretation.